willkommen zu einer Folge von Clash Royale. Wir haben hier ein Hog Cycle Deck. Ein meiner Meinung nach sehr, sehr starkes Hog Cycle Deck. Ja. Ihr seht, das sind die Skelette, der Tesla, die beiden Karten sind nicht ersetzbar. Dann noch der Eisgolem, den solltet ihr auch nicht ersetzen, ansonsten nur durch den Ritter. Den Schweinreiter, den müsst ihr so nehmen. Den Giftzauber, den könnt ihr auch im Notfall gegen einen Blitz oder gegen einen Feuerball austauschen. Die Kanonenkarre, da könnt ihr auch alternativen Musketier nehmen, ist halt dann nicht so stark. Das Kampfholz, müsst ihr so lassen, oder ihr nehmt einen Zap. Dann seid ihr allerdings schlecht gegen Lord Bait, also gegen das Deck, was ich beim letzten Mal vorgestellt habe. Link ist in der Beschreibung oder in der Infobox. Und dann noch der Elektromagier. Wenn ihr den Elektromagier nicht habt, dann verwendet ihr am besten, ja, Minions. Ja, auf jeden Fall habe ich hier mal die 11 Siege rausgehauen, weil ich glaube First Try oder Second Try oder so, naja, auf jeden Fall war das relativ easy. Wir öffnen jetzt mal direkt die Kiste. Wir haben relativ viel Gold, 30 Minenwerfer, ja, ist eine gute Karte. Okay, der Knall ist auch geil, also ist nicht geil, aber okay. Ja, Healspell, ich glaube, ich will mal irgendwie ein stärkeres Deck mit Healspell machen. Und nochmal den Jäger, jawohl, den leveln wir dann direkt schon auf Level 2. Oh, ich habe Internetprobleme. Geil. Aber ja, ihr seht's. Das Deck kann Vollnoobs zerficken. Jetzt wollen wir uns aber natürlich mal noch ein paar Replays ansehen von guten Spielen damit. Hier, das ist glaube ich das Match, mit dem ich dann den 11. Sieg geholt habe. Gegen einen, ich glaube, Pekka-Friedhof-Spieler war das. Auf jeden Fall sehr, sehr starker Typ. Seinen Namen kann ich leider nicht aussprechen, weil ich halt einfach, die Schriftzeichen nicht kapiere. Also, ich setze auf jeden Fall einen Eisbolem nach hinten. Das ist übrigens relativ schlau immer, weil ihr damit halt nicht so viele Exil weg habt, falls die Gegner auf der anderen Seite angreifen will. Man sollte übrigens allgemein auch immer erst, wenn den Gegner angreifen lassen, dann verteidigen. Und ja, und dann halt einen Counterpush aufbauen, die Gegner dann komplett weghauen. Würde ich euch mit fast jedem Deck empfehlen. Hier seht ihr ja schon, das Ganze ist sehr, sehr stark von beiden gespielt. Hier habe ich dann, glaube ich, sogar mal den Poison Spell benutzt. Einfach um den Elektromagier da besser down zu bekommen, da ich hier halt keinen Ritter habe. Und der Elektromagier hier in dieser Situation schon ziemlich stark war. Ich wollte dann einfach nur mal sicher gehen. Und jetzt bin ich leicht im Nachteil, leicht Elixier-Nachteil und so weiter. Ja, jetzt habe ich natürlich den Eisgolem ziemlich krass gefailt, bis den Schweinereiter gefailt. Ist es aber nicht mal so krass schlimm. Denn ihr seht jetzt, der Gegner hat zwar einen leichten Vorteil, aber ich habe auch dafür, einen Damage-Vorteil, also ich meine, er hat einen Elixier-Vorteil, aber dafür habe ich einen Damage-Vorteil. Also ist das Ganze schon leicht ausgeglichen. Ich setze dann erstmal wahrscheinlich einen Tesla. Ja, genau. Den Tesla habe ich zuerst gesetzt, weil der halt einfach, nur von seinem Leben verliert und es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass, dieses bisschen Damage da jetzt großes ausmachen wird. Bei anderen Truppen wäre es halt so, dass sie die ganze Zeit vorne wären und dann tanken würden, obwohl sie keine Tanks sind und, das wäre natürlich ziemlich suboptimal. Also hier nochmal schön den Tesla mit Skeletten abgelenkt. Also ich würde euch übrigens sagen, nehmt Skelette und keine Kobolde, die gehen einfach viel schneller durch zu cyclen. Und Kanonenkarre Schweinereiter ist übrigens auch ein relativ starker Push. Hier seht ihr, geht jetzt offensiv mit dem Friedhof rein. Ich def den aber einfach mit dem Poison Spell. So kann er zwar natürlich eine Menge austeilen, aber damit hat 7 Elixier mehr aufgebracht. Hat damit natürlich 1000 Damage verursacht, was eblich besser ist als eine Rocket. Auch als die alte Rocket, die ja noch mehr Schaden gemacht hat, ganz klar. Aber in dieser Situation war das halt einfach Gold wert, da er, naja, wie soll ich mal am besten formulieren? Er hat halt einfach keine direkte Value rausbekommen. Beziehungsweise, ich dachte halt erstmal, ich würde den Turm nicht bekommen. Oder ich lasse ihn einfach fallen. Ich habe ja schon einen Turm mehr oder weniger, also vom Gegner sicher. Hab damit aber erstmal einen Elixiervorteil. Das hat er natürlich erst sehr stark rausgespielt. Dass ich ihn eben nicht mehr habe. Dann lasse ich hier aber nochmal den Eisgolem tanken. Damit schaffe ich dann noch das hier abzuräumen und verteidige bis zu dem Punkt. Und da ist dann die Verlängerung erreicht und ich habe gewonnen. Beziehungsweise Verlängerung gibt es halt einfach nicht.
geben wir dann nochmal das vermutlich häufigste Matchup, das häufigste Deck, das ein Gegner spielen kann. Wenn ihr scheiße gegen dieses Deck seid, dann solltet ihr möglichst nicht mal spielen. Ich bin mit diesem Deck sogar relativ schlecht dagegen, aber halt jetzt nicht so schlecht, dass ich keine Chance hätte. Ich setze dann direkt mal meinen Tesla gegen seinen Schweinereiter. Er hat eine noch bessere Option, und zwar nämlich den Mega-Ritter, wobei ich auch sagen würde, dass der Schweinereiter natürlich sehr, sehr stark wäre. Ich setze dann halt also direkt eine Kanonenkarre und nochmal Eisgolem. Wir können der Tesla, die Kanonenkarre und der Turm den Mega-Ritter wahnsinnig gut down bekommen. Dann hier erstmal direkt ein Elektromagier gegen Inferno-Tran und noch Skelette, um ihn noch besser abzulenken. Ich bin Skeletten, hat natürlich jetzt nicht so toll funktioniert, aber der Gegner hat sich nochmal sämen müssen. Was jetzt natürlich von den Skeletten her gesehen mir einen Vorteil von einem Elixier verschafft hat. Jetzt muss er nochmal den Elektromagier töten, damit habe ich jetzt einen Vorteil von ca. einem Elixier. Und ja, das ist auf jeden Fall natürlich sehr erstrebenswert. Ich halte schon mal die Kanonenkarre bereit, falls er wieder mit irgendwas kommt. Dann könnte ich halt direkt zum Eisgolem damit durchcyclen und hätte damit ein Defense gegen praktisch alles. Ich setze die Kanonenkarre also nach hinten, da ich halt sonst mit Elixier vorgelaufen wäre und ich hatte halt einen Elixiervorteil. Den darf man natürlich auch nicht im Boden versickern lassen. Und ja, der Eisgolem war nicht davor, beziehungsweise zumindest nicht rechtzeitig. Das ist natürlich ärgerlich. Mein Rock wird da auch ziemlich zermetzelt, aber ich habe einen Elixiervorteil, nur muss ich den halt leider dann dafür aufgeben, dass der Gegner nicht alles bei mir zerstören kann, denn ihr seht ja, der hat hier einen unglaublich geilen Counter-Push. Aber ihr seht, mit dem Deck kann man mega stark verteidigen. Also hier wirklich, ich kann euch das nur ins Herz legen, spielt dieses Deck. Es ist mein komplett eigenes Deck, also der hat mir... Also das habe ich mir nirgends abgeguckt, habe mich auch nicht groß inspirieren lassen, habe mir halt einfach nur gedacht, okay, ganz viel auf Fernkampf, ist ein kleines bisschen von Lord Beta halt doch inspiriert, aber ja, halt Fernkampftruppen mit Skeletten und Eisgolem verteidigen, Hawk Rider passt halt gut zu so Fernkampftruppen, weil er halt noch tanken kann, während die dann im Tower sind, ich sag nur Hover Mu, wem das was sagt, cool. Naja, also ihr seht, das Deck ist unglaublich stark in der Defense. In der Offensive ist es jetzt gar nicht mehr so stark, aber man kann in der Offensive auf jeden Fall was damit raushauen. Also in der Offensive sollte man es weder unter- noch überschätzen. Es ist in der Offensive halt eher, ja, halt nicht OP, aber es ist schon in Ordnung. Also man kann damit gut offensiv gehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt setze ich hier natürlich einen Tesla. Dann wieder die Kanonenkarre, ihr kennt das Spiel ja, weil er ein bisschen Damage vom Tesla weniger ausmacht, als wäre jetzt irgendwie einer von den Damage-Einheiten vor einem Tank, also vor dem Eisgolem oder den Skeletten. Die Skeletten benutzen ja das Tank gegen Truppen wie Packer und wenn man sie um den Mega-Retter herumstellt, gehen sie da auch. So, die Kanonenkarre lenkt jetzt natürlich zum Glück nochmal den Inferno-Drachen-Moment ab, sodass er nicht auf den Schweinereiter geht. Ich ignoriere den Inferno-Drachen, setze den Infinity Poison Spell und gewinne damit das Spiel. War, finde ich, ein ziemlich geiles Spiel. So, dann hätten wir hier nochmal ein Match gegen Lockbait. Ungefähr, also das Deck, was ich das letzte Mal vorgestellt habe. Wie gesagt, Infobox, könnt ihr das auschecken. Aber der hat statt des Teslas einen Tornado. Die ursprüngliche Variante davon ist ja auch eher der Inferno-Turm, aber... Und, naja, der Tornado ist dann sozusagen die zweitbeliebteste Variante. Also momentan sogar die beliebteste, glaube ich. Und Tesla ist dann eher so, ja... Was Ungewöhnliches, aber was schon mal ab und zu mal vorkommt. Tesla ist meiner Meinung nach aber eine wahnsinnig starke Karte. Hier, ihr seht es ja, der zieht dann aber nicht zum King Tower, was ich persönlich sogar ziemlich schlecht finde. Also, ich kann das Deck, was der da hat, deutlich besser spielen. Ich glaube, ich hätte das an seiner Stelle... Also, nicht unbedingt gewonnen, denn mein Deck ist halt ziemlich günstig, hat ein Holz, mit dem man... hat ein Holz, also ich meine, ein Holz plus ein günstiges Deck ist halt mega gut zum Durchcyceln, damit werde ich nicht outcycled. Zumindest nur sehr selten. Und ja. Ich kann halt auch allgemein mit Kanonenkarre und Tesla wahnsinnig gut gegen seine Princess bzw. den Goblin Gang vorgehen. Also das ist auf jeden Fall kein schlechtes Matchup für mich. Ich glaube, ich habe ihn sogar leicht gekontert, aber wäre ich eher gewesen, beziehungsweise hätte ich sein Deck gehabt, halt mit einem Tesla statt mit einem Tornado, wäre das spannend geworden. So war es auch spannend, aber jetzt nicht so sehr spannend. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hätte hier, glaube ich, einen kleinen Deck oder irgendwie sowas. Ist es auch nicht mal so wichtig. Jetzt sitze ich auf jeden Fall hier erstmal direkt einen Tesla.
Der kann dann auch direkt die Princess mitkillen. Und ich habe jetzt hier halt, ja, nochmal mehr oder weniger gerade das Goblin-Gang bekommen. Das hätte der deutlich stärker machen können. Aber man muss auch mal ihm zugute halten, es liegt nicht alles an seinem Skill. Er hat nämlich zusätzlich noch einen sehr schlechten Cycle, also Startsand bedingt und so weiter. Also, ja. Das mit dem Tornado am Anfang war noch zusätzlich ein Faktor. Und ich verstehe nicht, wieso der den Hort nicht einfach mal zum King Tower holt. Ich meine, der hätte insgesamt schon keine Ahnung. 400 Damage weniger da gehabt. Und das ist ja schon mal eine Menge. Ich wittere hier, dass das Kobold fast unten drunter kommt. Aber nicht so weit. Also muss ich dann halt nochmal einen Eisgolem setzen. Der Eisgeist bekommt hier keinen Hit an Power raus. Was aber auch nicht mal so schlimm wäre. Dann kommt hier das Kobolfass. Er hat es geschafft, mich endlich mal zu recyceln, aber das bringt mir jetzt auch nicht so viel, da die Kanonenkarre und die Skelette noch mithelfen. Sorry. Jetzt hier noch der Tesla. Aber der Ritter hat das Ganze wunderschön gemacht. Das hat der Gegner richtig stark gespielt. Ich scheiße mal auf seinen Koboldfass. Und gehe komplett offensiv rein. Da seht ihr schon, es lohnt sich. Der Gegner verliert seinen Turm. Der Schweinereiter war jetzt absolut useless. Ich wollte den halt damit nur ein bisschen ärgern. Ihr seht ja nur noch ein paar Sekunden und damit habe ich gewonnen. Auch ein sehr starkes Deck. Ich bin, glaube ich, der erste Spieler überhaupt, der das spielt. Also nehme ich jetzt mal an. Zumindest kenne ich jetzt keinen. Oh, Spartani. Ja. Wundervoll. Der Start schmeckt mir. Jetzt lassen wir ihn erstmal einen Moment warten und setzen dann hier die Kanonenkarre. Und hier den Schweinereiter und hier den Eisgolem ganz schnell. Oh fuck, das, okay. Oh, das reicht noch. Okay, geil. Scheiße, okay, da reichen jetzt noch die Skelette. Die Skelette sind eigentlich, finde ich, gegen Elite-Barbaren sogar ziemlich unterschätzt, da Elite-Barbaren nicht so schnell angreifen können. Dementsprechend empfehle ich euch, benutzt mal die Guards gegen die Elite-Barbaren, wirklich. Ohne Scheiß, wenn ihr oft mit den Elite-Barbaren zu kämpfen habt, probiert's mal mit den Wächtern. So, er hat hier deutlich mehr Elixier ausgegeben, es sind nur 3 Elixier. Also halt den Zap plus halt das Minion Horde einiges teurer ist als der Poison Spell und der Elektromagier ist halt genauso teuer wie der Inferno Drache. Ich glaube, ihr solltet rechnen können. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen Elixier-Vorteil. Das ist halt so geil, wenn es darum geht, Elixier-Vorteile aufzubauen. Aber zusätzlich der Gegner halt ist auch nicht gerade der geilste. Okay, er hat jetzt hier halt eine richtig kranke Offensive hingelegt. Das ist auf jeden Fall nichts, wofür er sich schämen sollte. Aber dafür habe ich halt dann seinen Turm bekommen, weil der da halt kein Elixier hatte. Hat der in Ordnung gemacht, aber es war jetzt auch nicht so stark. Also es war halt einfach, ja, mittelmäßig. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich halt einen Turm. Ich kann es auch stark verteidigen. So, die Banditin schafft hier nichts und fuck. Also ich habe diesen Tesla einfach nur hingesetzt, da ich nicht wollte, dass die Banditin dahin chargt. Wie ist die Skelettameter da gerade gestorben? Ich spule mal einfach zurück. Bitte, dass die Banditin dahin chargt. Okay, nice. Also dieses Battle hat mir sogar Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Also natürlich macht mir das allgemein Spaß, aber das ist nochmal das Besondere. Leute, gleich bekommen wir übrigens noch eine Kronentruhe. Frazzle Esports. Na, ich nehme an, dass es kein Originalclan ist. Aber natürlich gebe ich mein Bestes. Ich will ja den besiegen. Auch allgemein, aber jetzt werde ich mich mal besonders anstrengen.
das war jetzt ein sau schlechter Start von mir, weil ich einfach verwirrt war. Das sage ich auch nicht im Internet. Am Anfang eines Spiels reagiere ich halt einfach ein bisschen scheiße. Ich habe auch irgendwie gerade leichte Nupfen, der Part, also nicht jetzt im gefährlichen Bereich, sondern halt, ja, ein bisschen halt. Weil halt mein Fenster total scheiße gelüftet ist, ich will das auch nicht aufmachen, wenn ich rede. Aber ich finde, Moment, aber ich finde, jetzt ist das Spiel doch eigentlich sogar ziemlich gut für mich. Yep. Okay, jetzt gucke ich mal, ob irgendwas kommt. Okay, nichts Schlimmes. Prima, die Kanonenkarre kommt jetzt noch relativ weit nach hinten. Oh. Wieso habe ich damit nicht gerechnet? Also, ich meine, ich hätte da sofort damit rechnen müssen. Das hat mich jetzt verwirrt. Okay, dann haben wir jetzt gerade 4 Elixier theoretisch komplett weggeworfen. Und jetzt kommt es eigentlich darauf an, wer zuerst anfängt, Poisons oder Feuerbälle durchzucyclen. Naja, so um ganz ehrlich zu sein, ich habe Poisons, die machen mehr Damage. Aber er hat halt angefangen, also das könnte knapp werden. Okay, das habe ich noch gut verteidigen können. Ja, oh mein Gott! Da hat er kurz gepennt. Okay, im Nachhinein war die Kanonenkarre doch scheiße. Ich werde also mal direkt wieder defensiv spielen und, okay. Also, wenn der es schafft, einen einzigen Hit rauszubekommen, habe ich instant gewonnen. Okay, nice. Okay, geil, ich habe gewonnen. GG auf jeden Fall, das Match war geil. Der hat auch nicht schlecht gespielt, aber an dieser Stelle direkte Herausforderung an Surgical Goblin. Nimm an, bitte. Und lad's bei dir hoch. Wenn ich nicht so demütige. Nee, Spaß. Aber das wird schon eine Demütigung. So Leute, das war's dann schon wieder mal mit diesem Deck hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir keinen Dislike gebt und gar keine Bewertung. Könnt ihr natürlich trotzdem gerne machen. Ist natürlich eure Entscheidung. War natürlich nur so eine kleine Bitte. Aber schreibt mir doch mal dann in die Kommentare, was ich bessern soll. Das Deck wird es dann noch direkt in der Beschreibung geben. Und es gibt übrigens eine kleine Abstimmung. Und zwar sollt ihr sagen, welches Deck ich vorstellen soll. Dieses hier ist ein sehr starkes Deck. Wirklich, kann ich euch nur empfehlen. Das Deck hier, mit dem habe ich einen besiegt, der 20 Siege hatte. Ist sehr stark gegen Hawkrider, X-Bogen, Spellbait, geht so. Ja. Gegen Beatdown-Decks, das ist unglaublich geil. Und dann noch das hier, das ist von Lupanji, und zwar und nicht meins, aber ich kann es halt auch saustark spielen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittag,
Nachmittag, was auch immer ihr gerade habt, schau mit auf.